Die sieben besten Lösungen für das Problem, Black Screen of Death, auf dem Samsung Galaxy Phone. Der schwarze Bildschirm des Todes ist ein frustrierendes Problem, bei dem der Bildschirm Ihres Samsung Galaxy Telefons schwarz wird, aber dennoch wie gewohnt auf Berührungen oder Klingeltöne reagiert und vibriert. Dieses lästige Problem kann aus verschiedenen Gründen auftreten, darunter vorübergehende Störungen, defekte Apps und physische Schäden. Aber die gute Nachricht ist, dass es möglich ist, das Problem zu lösen. Es versteht sich von selbst, dass Ihre Möglichkeiten zur Fehlerbehebung eingeschränkt sind, wenn Ihr Samsung Galaxy Telefon mit einem schwarzen Bildschirm hängen bleibt. Der Grund dafür ist, dass Sie nicht wie gewohnt auf Ihr Telefon zugreifen können. Bevor Sie jedoch zum nächstgelegenen Service Center gehen, versuchen Sie die folgenden Tipps, um das zugrunde liegende Problem zu beheben. Erste: Erzwingen Sie einen Neustart Ihres Telefons. Ein Neustart Ihres Samsung Galaxy Telefons ist eine effektive Möglichkeit, Probleme zu beheben, die möglicherweise dazu geführt haben, dass das Gerät auf einem schwarzen Bildschirm hängen bleibt. Dies unterscheidet sich von einem normalen Neustart, da der normale Herunterfahrvorgang umgangen und das Gerät plötzlich neu gestartet wird. Halten Sie gleichzeitig die Ein-, Aus-Taste oder die Seitentaste und die Leiser-Taste gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet und das Samsung-Logo erscheint. Warten Sie, bis sich Ihr Telefon wieder einschaltet, und prüfen Sie, ob der Bildschirm ordnungsgemäß funktioniert. Zweite: Entladen Sie den Akku Ihres Telefons und laden Sie ihn erneut auf. Eine weitere Möglichkeit, den schwarzen Bildschirm Ihres Samsung Galaxy Telefons zu beheben, besteht darin, den Akku vollständig entladen zu lassen. Sobald Ihr Telefon ausgeschaltet ist, laden Sie es mit einem kompatiblen Ladegerät auf. Viele Benutzer auf Reddit berichteten, dass dieser Trick funktioniert hat. Es ist also einen Versuch wert. Dritte: Klicken und tippen Sie mehrmals auf Ihr Telefon. Aufgrund des Verlusts der internen Verbindung zeigt Ihr Samsung Galaxy Telefon möglicherweise einen schwarzen Bildschirm an. In diesem Fall können Sie mit den Fingern auf den Bildschirm Ihres Telefons und zurück tippen. Wenn das nicht funktioniert, drücken Sie vorsichtig auf die Seiten sowie die Vorder- und Rückseite Ihres Telefons. Möglicherweise müssen Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen, bevor der Bildschirm wieder aufleuchtet. Warnung: Wenn Sie zu stark auf den Bildschirm drücken, kann dieser beschädigt werden, was zu weiteren Problemen führen kann. Seien Sie also vorsichtig und vermeiden Sie zu viel Kraft. Vierte: Überprüfen Sie Ihr Telefon auf Schäden oder festsitzende Tasten. Ist der Bildschirm Ihres Samsung-Telefons schwarz geworden, nachdem es auf den Boden oder eine harte Oberfläche gefallen ist? Dadurch könnten einige interne Komponenten beschädigt worden sein, was zu solch ungewöhnlichem Verhalten geführt hätte. Überprüfen Sie Ihr Telefon auf Anzeichen von sichtbaren Schäden und auf festsitzende Tasten. Wenn Ihr Samsung-Telefon beschädigt erscheint, bringen Sie es am besten zum nächstgelegenen Service Center und lassen es von einem Techniker überprüfen. Fünfte: Versuchen Sie, Ihr Telefon im Wiederherstellungsmodus zu starten und die Cache-Partition zu löschen. Ihr Samsung Galaxy Telefon reserviert eine Cache-Partition zum Speichern temporärer Systemdaten, um bestimmte Vorgänge zu beschleunigen. Sobald diese Daten jedoch beschädigt sind, kann dies dazu führen, dass Ihr Samsung-Telefon abstürzt und auf einem leeren Bildschirm hängen bleibt. Um dies zu beheben, können Sie versuchen, Ihr Telefon im Wiederherstellungsmodus zu starten und die Cache-Partition zu löschen. Nachfolgend finden Sie die entsprechenden Schritte. Schritt 1: Schalten Sie Ihr Gerät aus, indem Sie die Ein-, Aus-Taste drücken. Schritt 2: Halten Sie gleichzeitig die Ein-, Aus-Taste und die Leiser-Taste gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet. Schritt 3: Sobald Ihr Telefon in den Wiederherstellungsmodus wechselt, navigieren Sie mit den Lautstärketasten zur Option Cache-Partition löschen. Drücken Sie dann die Ein-, Aus-Taste, um die Option auszuwählen. Schritt 4: Markieren Sie die Option System jetzt neu starten mit den Lautstärketasten und drücken Sie die Ein-,
aus Taste, um sie auszuwählen. Starten Sie Ihr Android-Telefon aus dem Wiederherstellungsmodus neu. 6. Wechseln Sie in den abgesicherten Modus. Wenn Ihr Samsung Galaxy Telefon einen schwarzen Bildschirm anzeigt, aber ansonsten zu funktionieren scheint, kann dies an einer Drittanbieter-App auf Ihrem Telefon liegen. Um diese Möglichkeit zu prüfen, müssen Sie Ihr Telefon im abgesicherten Modus starten. Schritt 1. Schalten Sie Ihr Telefon vollständig aus. Halten Sie dann die Ein-Aus-Taste gedrückt, bis das Logo erscheint. Schritt 2. Wenn das Logo erscheint, halten Sie die Leiser-Taste gedrückt, bis Ihr Telefon im abgesicherten Modus startet. Beste Lösungen für Android-Telefone, die im abgesicherten Modus stecken bleiben. Wenn der Bildschirm einwandfrei funktioniert, während sich Ihr Samsung Galaxy Telefon im abgesicherten Modus befindet, ist es wahrscheinlich, dass eine Drittanbieter-App auf Ihrem Telefon das Problem verursacht. Versuchen Sie, alle kürzlich installierten Apps oder Spiele zu deinstallieren und starten Sie dann Ihr Telefon neu, um den abgesicherten Modus zu verlassen. 7. Setzen Sie Ihr Telefon mit Mein Gerät suchen zurück. Wenn alles andere fehlschlägt, können Sie als letzten Ausweg einen Werksreset durchführen. Beachten Sie, dass dadurch alle Daten auf Ihrem Telefon gelöscht werden, einschließlich Apps, Fotos, Videos und anderen Dateien, und dass alle Einstellungen zurückgesetzt werden. Wenn Sie Ihre Daten schützen möchten, können Sie Ihr Telefon an Ihren Computer anschließen und alles sichern, da Sie aufgrund des schwarzen Bildschirms nicht auf das Einstellungsmenü Ihres Telefons zugreifen können, müssen Sie die Google Find My Device Website auf einem anderen Gerät besuchen, um Ihr Samsung Galaxy Telefon aus der Ferne zurückzusetzen. Verwenden Sie den folgenden Link, um die Google Find My Device Website zu besuchen und sich mit demselben Google-Konto anzumelden, das mit dem Telefon verknüpft ist, das Sie löschen möchten. Setzen Sie das Samsung-Telefon mit Mein Gerät suchen zurück. Erleuchte die Dunkelheit. Wenn Ihr Samsung Galaxy Telefon unter dem schwarzen Bildschirm leidet, liegt dies in den meisten Fällen an einem Hardware-Problem und nicht an einem Software-Problem. Selbst wenn Sie das Problem mit Hilfe der oben genannten Tipps lösen, kann es also erneut auftreten. Daher ist es notwendig, Ihr Telefon regelmäßig zu sichern. Wenn für Ihr Samsung Galaxy Telefon eine Garantie besteht, sollten Sie es zum nächstgelegenen Service Center bringen und es ebenfalls überprüfen lassen.